Hallo ihr Lieben, eure Galerie ist endlich fertig und jetzt zeige ich euch, wie ihr mit eurer Online-Galerie umgehen könnt, wie ihr darauf zugreifen könnt, wie ihr Bilder teilen könnt, Bilder speichern könnt, also als Download, wie ihr dem Fotografen, also mir, Bilder zukommen lassen könnt für gegebenenfalls Veränderungen oder für den Druck oder. Also alle eure Fragen werden eigentlich jetzt beantwortet. Ohne euch jetzt länger aufzuhalten, gehen wir direkt rein. Wir sind hier auf der Hauptseite, so seht ihr die Seite, sobald ihr auf den Link klickt. Es gibt eine Überschrift und es gibt einen Bereich, wo ich das Passwort eingeben muss. Das Passwort habe ich euch natürlich vorher mitgeteilt. Das kriegt ihr per E-Mail oder per WhatsApp oder direkt per Anruf. Und wie gesagt, das geben wir ein, drücken einmal Enter und dann lädt die ganze Galerie schon und wir sehen, bam, da ist es. Tata. So, einmal in der Galerie angekommen, haben wir die Möglichkeit runterzuscrollen und Galerie für Galerie anzuschauen, also ja, Galerie für Galerie, Bild für Bild anzuschauen in einem riesen Raster. Oder wir haben die Möglichkeit, einzelne Bilder anzuschauen, indem wir einfach draufklicken. Und wenn wir draufklicken, haben wir schon verschiedene Optionen. Die Optionen sind teilen, herunterladen, ausblenden, kommentieren und auswählen. Wir fangen an beim Teilen. Wir sagen, wir möchten dieses Bild hier teilen, dann können wir hier einmal draufklicken, dann speichert es direkt den Link, steht auch dran, Link kopiert. Diesen Link kann ich jetzt via WhatsApp, via E-Mail oder sonstiges verschicken und derjenige, der den Link erhält, muss natürlich das Passwort wieder eingeben und er sieht nur diese Galerie. Ich zeige es euch mal ganz kurz im anderen Browser, bevor es mich hier wieder raushaut. Ups, falscher Knopf. Wenn derjenige jetzt hier drauf kommt, muss er natürlich das Passwort eingeben. Sobald das Passwort angegeben ist, lädt die Galerie und dann ist nur dieses Bild hier hinterlegt. Jo. Sagen wir möchten mehrere Bilder einer Person teilen. Also wir möchten nur das, keine Ahnung, wir haben jetzt diese Person hier nur diese zweimal fotografiert und er soll aber noch oder sie soll aber noch Bilder von der Torte kriegen. Dann müssen wir eine Auswahl treffen. Super einfach. Wir wählen aus. 1, 2, sagen wir die Torte und einmal den Tisch noch von oben und dann soll es noch ein Brautpaarbild kriegen. So, dann gehen wir auf den nächsten Schritt. Wir sagen, wir möchten diese teilen. Dann möchten wir die Auswahl teilen. Und wir möchten die aktuelle Auswahl teilen. Dann gehen wir auf Link kopieren. Und wenn du den Link jetzt an die Person weiterschickst, dann kann er sich hier, dann kann er sich hier natürlich wieder einloggen. Und dann werden auch nur diese Bilder dieser Auswahl von dir hier angezeigt. Mehr nicht. Möchtest du jetzt beispielsweise die komplette Galerie teilen, dann kannst du einfach hier Galerie, Hubertus, Bilder teilen, so rum. Bilder teilen. Welche möchtest du teilen? Ich möchte eine gesamte Galerie teilen, also hier die komplette Oberfläche, die ihr seht. Oder ich möchte einfach nur ein bestimmtes Album teilen. Nehme an, ich möchte die Schwarz-Weiß-Bilder teilen. Dann wähle ich hier natürlich die Schwarz-Weiß-Bilder aus einem bestimmten Album. Und kann hier den Link kopieren. Und sobald derjenige, der den Link erhält, auf den Link geht, hat er die Möglichkeit, hier wieder das Passwort einzugeben. Das ist immer das Gleiche, das ändert sich nicht. Und dann werden ihm auch nur die Schwarz-Weiß-Bilder aus der Schwarz-Weiß-Galerie gezeigt. So, jetzt ist natürlich noch die Möglichkeit, ich möchte die ganze Galerie teilen. Allerdings sollen bestimmte Bilder nicht angezeigt werden, weil vielleicht sind diese einfach zu intim oder sonstiges. So, dazu gibt es hier dieses Auge. Ich zeige es euch jetzt mal ganz kurz. Wenn ich diese Galerie jetzt so teilen würde, wie sie ist, also sprich Bilder teilen, gesamte Galerie, dann kriegt derjenige, der den Link bekommt, natürlich auch die ganze Galerie zugeschickt. Jetzt möchte ich aber nicht, dass diese Person zu intime Bilder von mir sieht.
Sprich aus dem Brautpaar-Shooting oder Co., whatever. Also es ist ja euch völlig überlassen, welche Bilder angezeigt werden und welche nicht. Jedenfalls nehmen wir an, die Bilder hier wären zu intim. So, dann sage ich möchte das auf Privat stellen. Privat klicke ich auf das Auge. Dann kriege ich auch theoretisch, wenn man es das erste Mal macht, einen kleinen Hinweis, hey, die Bilder sind jetzt privat gestellt, die werden nicht geteilt. Ich sage das, 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 das und das Bild. Und ja, alle anderen sind okay, nur die sollten jetzt halt nicht angezeigt werden. Ansonsten geht die ganze Galerie klar und ich möchte die ganze Galerie rausschicken. Das könnt ihr natürlich für so viele Bilder machen, wie ihr wollt. Sind es am Ende 300, sind es 300, die nicht angezeigt werden. So, dann gehe ich hier auf Bilder teilen. Dann sage ich, ich möchte meine gesamte Galerie raushauen. Die soll jeder sehen. Aber ich möchte keinen Haken setzen bei Teile versteckte Bilder, weil ich habe die Bilder ja gerade mit Absicht versteckt. So, sobald der Link kopiert ist, ich zeige es euch, und man die Galerie verschickt, kommt der Nutzer natürlich auf sein Dashboard, auf seine Overview und muss hier das Passwort wieder eingeben, was ihm mitgeteilt worden ist. Das müsst ihr natürlich separat mitteilen, weil der Nutzer kriegt hier keine Informationen darüber. Und wenn man jetzt schaut, sind diese Bilder, die wir gerade ausgegraut haben, Entschuldigung, die wir gerade ausgegraut haben, nicht mehr da. Diese Bilder, die hier dazwischen waren, die fehlen hier komplett. Sieht man vielleicht. Es fängt direkt an beim untersten. Jo. Ansonsten habt ihr natürlich noch eine Möglichkeit, Bilder an mich zu senden, an den Fotografen. Dazu wählen wir einfach ein paar Bilder aus. Ich möchte jetzt hier diese paar drucken. Als Beispiel. Dann gehen wir hier unten rechts auf nächster Schritt. Wir machen an den Fotografen senden. Geben hier Name, E-Mail-Adresse und Name der Auswahl ein. Also sprich einfach mal Druck. Schreiben vielleicht noch kurz was dazu, wenn irgendwie was Wichtiges wäre. Bitte beeilen. Als Beispiel und senden das Ganze ab. So, jetzt macht's Klinglong in meinem Postfach. Ich sehe, ihr habt eine Auswahl getroffen. Ich muss die Bilder weiterverarbeiten. Innerhalb von einer Woche bekommt ihr Post und dort sind dann eure gedruckten Bilder in einer schönen Holzbox. Ansonsten kann ich natürlich noch Bilder herunterladen. Entweder via Herz, also alle Herzen, die ich herunterladen möchte. Nächster Schritt, Bilder herunterladen. Dann werden die Bilder heruntergeladen. Das geht ziemlich schnell. Oder ich sage, ich möchte die komplette Galerie herunterladen. Dann gehe ich hier einmal auf Bilder herunterladen. Ich möchte die gesamte Galerie. Also entweder die gesamte Galerie, ein bestimmtes Album oder eine Auswahl, sprich die ich gerade getroffen habe. Ein bestimmtes Bild ergibt wenig Sinn, weil das klicke ich mir einfach an. Sobald ich es offen habe, kann ich es runterladen. Demnach ist dieses im Menü ein bisschen überflüssig. Sagen wir, wir nehmen die ganze Galerie. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Webauflösung herunterzuladen oder die Originalauflösung. In eurem Fall. Wenn ihr das für das Handy möchtet, um Bilder auf dem Handy zu haben, auf Social Media zu posten, sei es Instagram, Facebook und Co., dann reicht die Webauflösung. Solltet ihr die Bilder weiterverarbeiten wollen, dann nimmt die Originalauflösung. Natürlich nimmt die Originalauflösung wesentlich mehr Speicher als die Webauflösung, aber genau für solche Sachen ist es gedacht. Also es empfiehlt sich nicht, die komplette Galerie in Originalauflösung herunterzuladen. Wenn ihr diese Bilder nicht weiterverarbeiten möchtet, da reicht die Webauflösung. Es ist keine minderwertige Qualität, also ihr seht keinen Unterschied. Allerdings beim Druck ändert sich das Ganze. Beim Druck geht die Qualität verloren und dort seht ihr vielleicht Verpixelungen oder Farbverläufe, zeigt sich nicht richtig schön an, weil halt die Webauflösung geringer ist, ja, von der Auflösung als die Originalauflösung. Selbsterklärend eigentlich. Also für euren Fall, wenn ihr das aufs Handy haben möchtet, zum Teilen, zum Anschauen, vielleicht hier auf eine Postkarte zu drucken oder, dann reicht im Normalfall die Webauflösung. Solltet ihr größere Drucks machen wollen, wie Poster, große Bilder, Fotobücher, Triplex-Systeme oder, dann nehmt bitte die Originalauflösung. Aber es empfiehlt sich immer, die einzelnen Bilder in Originalauflösung herunterzuladen, als die ganze Galerie.
Es sei denn, ihr habt genug Speicher. Aber gerade auf dem Handy geht der Speicher da sehr schnell verloren. So eine Galerie hat mal kurz immer 20, 30, 40, 50 Gigabyte. Und da ist euer Handy dann extrem schnell voll. Jo. Ansonsten habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, im Shop verschiedene Bestellungen zu machen. Ihr seid nicht gebunden an den Shop. Wie gesagt, ihr könnt die Bilder herunterladen und einfach an den anderen Shop eure Druckaufträge weiterleiten. Oder ihr bestellt es einfach hier im Shop. Ihr seht dann auch immer, es wird euch schön angezeigt. Für jede Galerie sind verschiedene Sparten freigeschaltet. Sprich, wenn ihr sagt, hey, wir wollen bloß Ausdrucke haben, schaltet euch bloß Ausdrucke frei. Sagt ihr, ich möchte alles haben, dann stelle ich euch die komplette Kategorie frei, indem ihr alles bestellen könnt. Ihr könnt Fotoboxen holen, ihr könnt Triplex-Systeme holen, wie schon angekündigt. Ihr könnt Wanddekoration holen, allerlei. Ihr könnt ganz normale Ausdrucke holen oder auch Fotobücher. Solltet ihr die Fotobücher haben wollen, dann gebt mir vorher Bescheid. Ich habe hier genug Muster da. Ich kann euch zeigen, wie sieht welches Muster aus, wie sieht das Papier aus, wie fühlt sich's an, wie kann man es gestalten und so weiter und so fort. Da fühlt ihr euch dann nicht so alleine und da helfe ich euch gerne. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu beachten. Wir haben Bilder herunterladen, wir haben die Auswahltreffen, wir haben die verschiedenen Galerien und ja, das war's eigentlich. Mehr gibt es hier eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Solltet ihr noch irgendwie Informationen brauchen, braucht ihr Hilfe, braucht ihr Unterstützung oder. Zögert nicht, ihr habt meine Nummer, ihr habt meine E-Mail-Adresse, ihr habt eigentlich alles von mir. Ruft mich an, schreibt mir, schickt mir eine Brieftaube, egal wie, hauptsächlich kommuniziert, ich helfe euch gerne jederzeit und dann kriegen wir auch alles auf jeden Fall hin. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß in eurer Galerie, genießt die Bilder und lasst den Moment nochmal wirken. Ich hoffe, die Bilder gefallen euch und ja, lasst mich euer Feedback hören. Ich freue mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.